Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Papageienbäckerei TV. Ich freue mich, dich auf unserem Kanal begrüßen zu dürfen und hoffe, du hast genauso viel Spaß daran zu basteln, zu kochen, zu backen und einfach so ein bisschen drumherum und natürlich alles für unsere Vögel. Heute gibt es ein Backrezept und zwar mit frischem Hokkaido-Kürbis, weil der nämlich gerade Saison hat, super lecker ist, super gesund ist und bei den meisten Papageien und Sittichen total gerne genommen wird. Und ich würde sagen, los geht's! So, was brauchen wir? Wir brauchen etwas Mehl, das ist Dinkel-Vollkornmehl, ein ganz klein bisschen Ingwer, frisch am besten, frische Kräuter nach eurer Wahl. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Das ist kleinblättriger Basilikum. Dann den Gesundheitscocktail aus der Papageienbäckerei, etwas Wasser und frischen Hokkaido-Kürbis. Das war's auch schon. Wir sind fertig. Es ging ruckzuck 15 Minuten in den Ofen rein und fertig sind unsere Mini-Donuts, Kugeln, wie auch immer man das sagen will. Super praktisch mit Loch in der Mitte. Hängt diese Donuts auf einen kleinen Ast, auf ein dünnes Seil und vor allem so auf, dass die Vögel auch dafür arbeiten müssen. Gerade diese Snacks bieten eine ideale Möglichkeit, dass eure Vögel sich beschäftigen, Zeitvertreib haben und wirklich auch lecker und gesund snacken können. Also, aufhängen, aber nicht gleich über den nächstbesten Ast. Ich möchte ja noch ein paar Anmerkungen sagen zu den verwendeten Zutaten. Und zwar einmal zum Gesundheitscocktail aus der Papageienbäckerei. Den sollt ihr natürlich nicht nur verbacken. Der enthält neben etlichen Grassamen auch noch ganz viele verschiedene andere Saaten, die super gesund sind und eine Bereicherung auf dem Speiseplan von jedem grasfressenden Vogel ist. Das heißt speziell Wellensittiche, Großsittiche, aber auch rosa Kakadus und sowas können das fressen und sollten das regelmäßig bekommen. Gebt es so alle 3 bis 4 Tage mal übers Futter drüber, übers tägliche und schon habt ihr eine gesunde Bereicherung des Speiseplans und es ist auch noch abwechslungsreich. Dann natürlich noch zum Hokkaido-Kürbis. So sieht er aus, wenn er angeschnitten ist. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Super beliebt bei uns an Papageien. Wir haben 6 Graupapageien. Bei uns gibt es den Kürbis als Ganzes. Dann haben sie nämlich wirklich auch Beschäftigung, viel Schreddermaterial. Und bis auf das erste Mal lieben sie diesen Kürbis. Darum nutzt die Zeit. Sowas Gesundes gibt es kaum mehr im Winter. Wir füttern es halt wirklich so, wenn ihr so eine Schissbuchsen habt oder kleinere Vögel, schneidet es in Würfel, in Scheiben, in Stücke, in raspelt es oder wie auch immer. Nur bitte füttert diesen Kürbis. Eure Vögel werden es zu 90%iger Sicherheit lieben, wenn sie sich dran gewöhnt haben. Ihr könnt den Kürbis verfüttern mit Schale, mit Kerne, so wie er ist, komplett. Wascht ihn nur vorher gut ab, achtet darauf, dass er aus biologischem Anbau kommt und ihr macht gar nichts verkehrt.
So, jetzt hoffe ich, ihr habt eine Menge Spaß gehabt, habt die Kekse erfolgreich nachbacken können. Falls ihr nochmal nachlesen wollt, ich habe unten in der Infobox das ganze Rezept nochmal aufgeschrieben. Zusätzlich die ganzen Links, wo ihr uns findet, Facebook, Twitter, unseren Shop, unseren Blog etc. pp. Alles steht jetzt auf jeden Fall unten. Und ich freue mich, wenn das nachbackt und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, das war's für dieses Mal und auf Wiedersehen. Tschüss!